Monatelang hatte bei uns die Internetplattform Abgeordnetenwatch.de um Informationen gebettelt. Von wegen, welche Lobbyisten also Hausausweise von welcher Partei kriegen für den Bundestag, na, damit sie jederzeit in die Büros spazieren dürfen, um nachzuschauen, ob auch alles in ihrem Sinne geregelt wird. Und da hat sich die Union gewunden. Um dann irgendwann zähneknirschend zuzugeben, also ja, wir haben auch ein paar. Insgesamt gibt es 1111 Hausausweise. Alleine 765 davon haben CDU und CSU verteilt. Also zwei Drittel. Heißt, auf jeden Unionsabgeordneten kommen drei Lobbyisten, um ihm beizubringen, wie unabhängiges Regieren geht. Und klar auch, woher die meisten kommen, ne? Pharma, Auto, Rüstung, Versicherungen, Banken, ne, die großen Ölkonzerne, in deren Sinne das abgeschwächte Fracking-Gesetz gestaltet wurde. Der Eurogruppenchef Dijsselbloem, der dem Wohl aller Europäer verpflichtet ist, ne? Im Nebenberuf ist er noch Finanzminister der Niederlande und weigert sich seit Jahren, eine europäische Regelung gegen Steuerdumping und Steuervermeidung einzuführen, weil er weiß, seine Niederlande sind das größte Schleuserland für Konzerngewinne, die in Steueroasen transferiert werden. Weil sowas macht die Wirtschaft, ne? Gewinne dort versteuern, wo kaum Steuern anfallen und Verluste im eigenen Land geltend machen, um so dort die Steuerlast zu senken. Alleine IKEA hat so bei uns trotz einem 4 Milliarden Umsatz nur 50.000 Euro an Steuern bezahlt und den Rest sauber an der europäischen Solidargemeinschaft vorbeigemogelt. Das muss natürlich irgendwie wieder reingeholt werden. Und wie macht man es? Durch Kürzungen im Sozialbereich. Wie sonst? Wir haben immer gedacht, sowas geht doch nur in Luxemburg. Nein, unser Nachbar Holland, ein nordeuropäisches Land, völlig frei von griechischem Einfluss, entzieht durch seine ganz legale Finanzpolitik dem Rest Europas Milliarden an Steuern. Von daher nahmen die Holländer das auch ganz easy mit der Debatte um die Verteilung der Flüchtlinge. Haben die gesagt, haben wir schon jede Menge bei uns, Steuerflüchtlinge. Und die haben es bei uns auch nicht leicht, haben die gesagt, leben alle in Briefkästen. Na, alleine... alleine... alleine Amsterdam beherbergt über 10.000 Briefkastenfirmen. 80 der weltweit größten Unternehmen haben ihren Scheinfirmensitz in Holland. Von IKEA bis Fiat. Alles ganz legal. Aber damit mussten wir uns dann nicht mehr länger, weil das war dann irgendwann kein Thema mehr. Weil auf einmal war sie da. Die Flüchtlingskrise. Wir haben auch Krieg gehabt. Sind wir weggelaufen? Schmarotzer, die können sich aufnehmen. Die machen hier Urlaub. Ja, die kriegen einen Haufen Geld jeden Tag. Hm? No, das ist so. Ich bin voller Hass. Voller Hass. Die müssen weg. Das ist schlimm, ne? Wenn sich so die innere Hässlichkeit mit der äußeren vermählt. Also. Und am Anfang war das noch so, da waren alle noch so dialogbereit, haben alle gesagt, ja, man muss die Sorgen ernst nehmen von denen, die da mitlaufen, weil Mitläufer ja noch nie Unheil über dieses Land gebracht hatten. Ich habe mich immer nur gefragt, warum diese Angst vor einer Arabisierung Dresdens? Das waren aberwitzige Aussagen waren dabei. Ich möchte nicht, dass meine Enkelin nur noch mit der Burka in den Kindergarten gehen darf. Mein Lieblingsargument ist nach wie vor, wenn das mit der Islamisierung bei uns hier so weitergeht, dann wird rund um Dresden bald kein anständiges Deutsch mehr gesprochen. Da. Und dann durften sich im Schutz, also im Schutzschild der besorgten Bürger, durfte sich dann der rechte Mob austoben. In Heidenau. Zwei Tage lang pöbeln, Molotow-Cocktails, schmeißen weg mit dem Bock
Wir sind das Volk. Was für eins, habe ich mir manchmal gedacht. Und dann kam aber unsere, unsere Justiz und die haben gesagt, nein, haben gesagt, sowas geht ja gar nicht. Also hier wird mit der vollen Härte des Rechtsstaats durchgegriffen. So wie der NSU 10 Jahre lang die volle Härte unseres Rechtsstaats zu spüren bekommen hat. Wir hatten in diesem Jahr bislang schon über 800 Übergriffe auf Flüchtlingsheime, also terroristische Akte. Selbst wenn es jedes Mal nur Einzeltäter gewesen wären, dann müssten doch mindestens 800 Leute in Untersuchungshaft sitzen. Wissen wir da was? Nö, ne? In Heidenau schon. Also da hat also die volle Härte des Rechtsstaats aber sowas von. Also einen Randalierer, den haben die eine Stunde lang in die Mangel genommen. Machen Sie mal einen Kofferraum auf. Und da waren dann noch so 7 Molotow-Cocktails drin. Und haben gesagt, Sie haben wohl noch was vor heute? Gute Fahrt. Ja. Und dann haben... Und dann haben die Verantwortlichen gejammert. Und dann haben gesagt, ja, ist halt auch schwierig. Wir waren auf den Mob nicht vorbereitet. Zu wenig Einsatzkräfte. Und aus anderen Bundesländern Zusatzkräfte anfordern. Oh, das geht nicht so einfach. Hab ich gesagt, hallo? Paar Wochen vorher hatten 24.000 bundesweit zusammengekarrte Polizisten 7 Politiker für 2 Tage im Bergmassiv versteckt, um ihnen zu zeigen, wie beliebt sie bei ihrem Volk sind. Und wenn der rechte Mob tobt, kann sich nicht mal eine zusätzliche Hundertschaft auf den Weg machen. Nein, das mit den Flüchtlingen, das an die Ursachen geht keiner ran. Das ist immer an die Fluchtursachen. Fand ich so schön in diesem Jahr, immer alle betroffen in die Kameras geglotzt und gesagt, wir müssen die Fluchtursachen bekämpfen. Und dann sind sie wieder essen gegangen. Wir müssen die Fluchtursachen bekämpfen. Nur was verstehen die EU und unsere Innenminister unter Fluchtursachen bekämpfen? Die Schlauchboote an den Stränden schon durchlöchern, damit sie es gar nicht aufs Meer schaffen? Wenn die EU Fluchtursachen wirksam bekämpfen möchte, dann müssen sie sich mal eingestehen, dass ein Hauptgrund für die Fluchtursachen ihre Wirtschaftspolitik der letzten Jahrzehnte ist. Wenn die EU Fluchtursachen wirksam bekämpfen möchte, dann müsste sie mal ihre blödsinnige Agrarsubventionspolitik ändern, die ganze Volkswirtschaften in Afrika zerstört und den Kleinbauern das Wasser abgräbt. Wenn die EU Fluchtursachen wirksam bekämpfen möchte, sollte sie schleunigst ihre Fischfangflotten aus den Meeren abziehen, die dafür sorgen, dass afrikanische Fischer auf dem Trockenen sitzen. Wenn die EU Fluchtursachen wirksam bekämpfen möchte, dann könnten wir auch unseren Teil dazu beitragen. Wir könnten es Großunternehmen wie der Deutschen Bank, solange sie noch ein bisschen Geld hat, oder der Allianz, könnten wir untersagen, es wäre ein Federstrich unseres Justizministers Maas, Klammer auf, SPD, Klammer zu, dass die an den Börsen immer noch auf Lebensmittelknappheit zocken dürfen. Wenn die EU Fluchtursachen wirksam bekämpfen möchte, dann könnte sie mit dem Blödsinn aufhören, dass wir dem Benzin für unsere Autos 10% Lebensmittel beimischen dürfen. Mais, Getreide, Weizen. Ne, die neue. Die neue Form von Essen auf Rädern. Wenn die EU Fluchtursachen wirksam bekämpfen möchte, dann sollten vor allen Dingen wir uns nicht länger grämen, dass wir in diesem Jahr auf Platz 4 der weltgrößten Rüstungsexportnationen zurückgefallen sind, sondern wir sollten uns darüber freuen. Am besten dann durchgereicht auf den letzten Platz. Eigentlich wollten wir in diesem Jahr die Rüstungsexporte halbieren. Hatte Wirtschaftsminister Gabriel uns versprochen. Bilanz zum Jahresende, wir haben sie verdoppelt. Gut, man kennt es, wenn man abnehmen will, das ist der Jojo-Effekt, ne? Wir liefern an Saudi-Arabien, eine lupenreine Diktatur, in der Christen verfolgt, Frauen gesteinigt und systemkritische Blogger ausgepeitscht werden. Denen liefern wir alles. Schweres Gerät, leichtes Gerät. Wir würden denen auch die Peitschen liefern. Hätten wir eine Peitschenmanufaktur in einer strukturschwachen Gegend.
Unser Wirtschaftspartner Saudi-Arabien ist der Hauptfinanzier vom Islamischen Staat. Hat in diesem Jahr mehr Menschen geköpft als der Islamische Staat. Saudi-Arabien bombt mit unseren Waffen gerade den Jemen in die ewigen Jagdgründe. 1,4 Millionen Menschen sind dort schon auf der Flucht. Wo werden die wohl hinwollen? Wenn die sagen, dorthin, wo auch die Waffen her, die... Ich habe in dem Jahr gelernt, was zynisch ist. Egal, wo gerade wieder irgendein Anschlag war. Am nächsten Tag machst du Fernseher an, Nachrichten und gleich die Frage, ja, Sissi Heidmanek, wirkt sich das an der Börse schon aus? Ja, in der Tat, viele Anleger haben sich schon von Reiseveranstalteraktien getrennt. Und weiter ging der Irrsinn. Valerie Haller, die Anschläge von Paris und die Folgen, werden die Börsen auf Talfahrt gehen? Noch bessere Schlagzeile war, nach den Anschlägen von Paris, Terrorangst auch an den Börsen. Oh, Gemüse. Verursacherprinzip? Nein, die hatten doch dort keine Angst. Nein, die hatten doch dort keine Angst vor Attentaten. Der DAX fiel in den ersten Handelsminuten um 0,65%. Die Anleger sind verunsichert. Es gibt Sorge, dass die Attentate auch Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung in Europa haben könnten. Warum, frage ich mich, machen die Moderatoren sowas mit? Wenn ihnen nach solchen Ereignissen ihre Wirtschaftsredakteure das auf die Karteikarten schreiben, warum sagen die nicht, ist das euer Ernst? Die haben die Bilder gerade von den Anschlägen, das soll ich jetzt allen Ernstes fragen, Karteikarte zerreißen, Mikro abschnallen, gehen. Was ist denn... Was ist denn daran so schwer? Immer diese Randgruppenmeldungen, die aufgeblasen werden zu irgendwas. Und da, wo drüber berichtet wird, wir hatten in diesem Jahr die größte Demo in Berlin seit Jahrzehnten. Knapp 250.000 Menschen waren auf der Straße gegen dieses Freihandelsabkommen TTIP. Das war schon eine kleine Meldung. Nein, aber da wird nicht drüber berichtet. Wir berichten über die anderen, die Sorgen haben. Montag für Montag wird in der Tagesschau, wird fett berichtet, wenn sich wieder ein paar Frustbürger in Dresden in der Pegida-Pampe suhlen. Ich sage, warum wird denn nicht mal täglich über die unzähligen Ehrenamtlichen berichtet, die sich um die Flüchtlinge kümmern? Nein, das ist immer die Berichterstattung, das ist immer... Nein, es geht immer um Gottes Willen. Montag sind die besorgten Bürger wieder auf der Straße. Die besorgten Bürger, das ist mein Unwort des Jahres. Besorgte Bürger. Komisch, die besorgten Bürger waren nie besorgt, als die Laufzeiten für Atomkraftwerke verlängert wurden. Die besorgten Bürger waren noch nicht besorgt bei der Volksbefragung in Baden-Württemberg zu Stuttgart 21. Die besorgten Bürger waren auch nie besorgt bei der jährlichen Vorstellung des Rüstungsexportberichts. Die besorgten Bürger waren auch nicht besorgt darüber, dass ihre Altersvorsorge der schwarzen Null geopfert wird. Die besorgten Bürger waren nie besorgt bei der jährlichen Verkündigung, die Klimaziele würden leider wieder nicht erreicht. Die besorgten Bürger waren auch nicht besorgt, als durch eine irreale Austeritätspolitik, Länder im Süden Europas in die Armut getrieben wurden. Die besorgten Bürger waren auch nicht besorgt darüber, dass unser Exportüberschuss und unser Lohndumping Europa in Schieflage gebracht hat. Die besorgten Bürger waren auch nicht besorgt über die besorgten... Die